So, da sind wir wieder. Ich muss noch ein Hi, Knöpfchen beim umlegen. großen Finale von Rise of the Ja. Dragon. Und wir müssen hier noch ein Knöpfchen runterlegen. Das habe ich schon gerade Die gemacht. Kombination, was man drücken muss, weiß man, wie gesagt, aus dem Glückskeks. Ja. Das andere mit der Schaltkonsole, das ist ein bisschen Trial and Error. Ja? Genau. Und währenddessen passiert Ach, du nämlich hast das schon hier. Ich weitergespielt? spiele hier schon einfach Ja. lustig weiter, Weil du ekst dich ja. Fingernägel her, wie Freddy Krüger. Ekelhaft. So, die will Aber jetzt die sowas von. Sicherheitsleute rufen, Die sollten auch mal ihr Waschbecken putzen. Das sieht schaue nicht ich mehr mal gut aus. hier. Nee, das sieht wirklich nicht so gut aus. Lecker. So, dann nehmen wir mal die Was ist das Kabelchen für mit. Fasching-Zeug? Ekelhaft, Ach, ne? war echt. Ja. Also da wollen wir auch gar nicht drin verweilen und gehen einfach in die Nee. nächste Tür. Ja, da muss man sich eben ein bisschen beeilen, ne, wegen den Genau. Sicherheitsleuten. Ja, Karin ist da. Ja, wir helfen dir ja. Ist ja schon in Ordnung, Süße. Wir fesseln dich nämlich jetzt erst nochmal hier mit den Dingern. Und dann können wir hier das abmachen innerhalb der Zeit. So, und jetzt sind wir in Sicherheit. Das ist es. Ja, Und fast. jetzt wird erstmal geknutscht. Ja, also wirklich. Ja, Das wir ist da. kennen das schon. Die Und jetzt. Aufnahme hat nämlich wieder versagt beim letzten Mal. Genau. Jetzt kommen hier die Leute angelatscht. Das Und wird sie das. nicht sicher an. Nein, genau. Und ganz schnell Und let's weg. get out of here. Und wo lang denn? Which way? Oh mein Gott. Oh, quick Jack. the stairs. Ja, müssen Und. wir die Treppen hier lang. Ja. Oops, I did it again. Wir haben uns verlaufen und da ist Ach, ein oh. Drachen kacken, ein Drachen Das kacken. ist echt schlecht, dass die sich genau an der Stelle verlaufen. Ein bisschen Ja, ungeschickt. total blöd. Guck, der hat auch so ein Drogenpflaster da auf, Jetzt ne? auch voll auf Du Speed. pathetischer Vollong, du wagst es mich zu Dingenskirchen, ne? Herauszufordern, so. Herausfordern. Ah, ja, du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst. Mit dem Oberchecken Nein, vom überhaupt Spawneck. keine. Ja. Oh, guck mal, seine Augen verändern sich. Ja, aber total. Holy shit, das sieht blöd Ja, nicht mehr aus. wow, tolle Schönheits-OP. Oh, lecker. Ich Ja. glaube, die geht daneben und er kann seinen Schönheitschirurgen verklagen. Genau. Und jetzt kommt eine Arcade-Scene, ihr lieben Leute. Wir haben es offline versucht. Ich kann Die sowas nicht. letzte ist das? Ja, und wir können sie aber auch gewinnen. Ja, wir Wieder wie gewinnen die sie andere. wieder automatisch nach 5 Mal. Und ich, Guck mal Leute, hier, ich gebe euch da. den Link rein. Ja, da kann er sogar hüpfen, der Gute. Und da muss er hochhüpfen und da Dinge, aber erstmal die Typen da abknallen. So war das. Und Genau. da hüpfen und den Schalter abknallen. Also im Hüpfen knallen. Ganz hochhüpfen, also länger draufbleiben war das. Was trifft dich denn da die ganze Zeit? Ich Das weiß versteckt. nicht, vor allen Dingen. Kannst du da nicht jetzt hochhüpfen? Ah ja, hier, jetzt hast du ihn erwischt. Yes, Gut. so, Jetzt müsstest gut. du hochhüpfen und also noch weiter hoch, länger Warte mal eben. draufbleiben wahrscheinlich Warte mal, und erstmal hier dann zurück und dann dahin und dann. den Hebel muss man ausmachen, so viel weiß ich noch, und dann kommen auch Aber Abgründe der mit und hüpft nicht so hoch, du. wegen der Wand, du musst ein bisschen weiter nach links gehen. Nach links? Nochmal. Ja, hier, ab jetzt durfte er hochhüpfen. Wenn jetzt wieder rechts gehst und dann das abknallst, ja. Muss irgendwie draufbleiben auf dem Hüpfknopf. Ja, Ja, genau, aber jetzt holt er Schwung, ne? Er hüpft immer höher gerade. Und nochmal. Jetzt müsste er ganz hochhüpfen. Er ist auch nicht so wichtig, ne? nee, sonst sterben wir halt wieder fünfmal. Auf jeden Fall, die Theorie sieht so aus, das Ding da oben abknallen und dann ist hier die Ja, aber ich Pisse kann ist das nicht dann so. Und weg. jetzt machen wir das nochmal und nochmal. Ich Ja, laufe da das jetzt war. gleich durch, ihr Lieben. Ich habe mich echt keine Böcke auf den Scheiß. Das So, ist. da ist er tot. Da sind Das wir doch ist. schon weitergekommen, Das du. ist auch Dragon's Lair Niveau hier. Ja. Einmal Und treffen. Deswegen tot. muss man da oben da das Ding wegknallen und dann geht das Ja, aber eigentlich das schaffe ich nicht. Ich kann sowas aus. nicht. Ja, ist Ich bin ein egal. alter Point und Klicker. So, weg ist er. Mann, wie oft denn jetzt noch hier? Ich kann mit dem Joystick würde ich es vielleicht hinkriegen, aber nicht mit der Tastatur.
Ich habe sehr wenig mit der Tastatur gespielt. Oh, sind wir schon fünfmal gestorben? Ja, wir sind schon fünfmal gestorben. So, jetzt cool. Haben wir das gewonnen. Ich bin ja so gefrustet. So viel zu Bahumat. Bahumat. Er ist jetzt tot jedenfalls, das ist sehr schön. Genau, ja. Wir haben ihn besiegt. Im Verlieren haben wir ihn besiegt. Ja, wir sind doch richtig gut. Ja, du bist verletzt. Lass mich dich nach Hause bringen. Sie kann ihn ja tragen. Ja, nein, noch nicht. Ich muss hier noch was Unerledigtes erledigen. Was und denn? Wissen wir nicht. Währenddessen? Was passiert währenddessen? Keine Ahnung. Alle Einheiten formen ein, was ist ein Perimeter? Ich habe keine Ahnung. Und nehmen ihre Verteidigungsposition ein. Mhm. Ja, ist, Area, ist das Areal sicher jetzt, Leutnant? Ja, ist die Gegend sicher? Lieutenant. Genau. Lieutenant. The only resistance, also einzige Widerstand, auf den wir treffen, ist von einem Sniper. Was ist ein Sniper? Irgendwo in der Nähe vom Haupteingang. Und der vielleicht hat uns so ein, festgenagelt. Ja, so ein Schleicher. Roboter so. Oder was? Keine Ahnung. Hey, wer ab? Sagt der Sniper. Ja. Okay, jetzt eier mir aus meinem Weg hier, du alter Punk-Honk. ich kann das so schlecht lesen. Er ist der Bürgermeister davon. Jetzt, ne? Ach, er rechnet so mit dem Bürgermeister ab. Ja, genau. Na, du hast ja nicht geglaubt, wie... Wie ernst die Situation ist. Genau. Sie hätte Karin hätte gekillt werden können. Genau, bei diesem vollhonkigen Leguan. Genau. Und überhaupt ich auch, ne? Du Megatrottel. Aber auf jeden Fall ist dieser Drogenkult jetzt beendet und die Fabrik zerstört. Genau. Und dank meinem Plan sind die Bürger von Los Angeles jetzt wieder sicher. Ja, dank seinem Plan, weil wir nicht die Drecksarbeit gemacht haben. Ganz genau. Wir haben die Drecksarbeit gemacht und waren der Handlanger für diesen oberblöden Bürgermeister da und jetzt kriegt man Austritt. Und außerdem sagt er uns noch, ne, im Vergleich zu dem, dass der Stadt gut geht, sind wir völlig unwichtig. Aha. Ja, und ich kann leben mit dem Opfer, also dass zwei Leute geopfert werden für 14 Millionen nach Reizen. Ja, und damit kann er leben. Ja, toll. Okay, das war's mit seiner Wiederwahl. Also, zwei für 14 Millionen. Ich will den nimmer. Ich will dich auch nimmer. So. Hallo, hey, Val, Winnie. Hey, cool, it's da. Ha, jetzt gibt's Eis auf die immer in die Fresse rein. Ja. Ich hoffe, du kannst damit leben. Ja, bestimmt. Ja, wenn man mal bedenkt, ne, seine Tochter gestorben und irgendwie hat sie nicht so viel gejuckt. Ja. Und er holt seinen Scheck später ab, sagt er noch. Jetzt. Das ist gut. Genau. So, Karin, jetzt gehen wir hier mal raus aus dieser Scheiße hier. Ja, mit sexy Blut am Kinn, aber egal. Genau, wow. Und einem zugeschwollenen Auge. Ja. Ja, und da gehen sie in den Sonnenuntergang. Oh, wieso so? Ah, und ist doch schon noch mal gegangen. Romantisch, ja. Also es ist sowieso nicht. Also so romantisch finde ich sieht diese Gegend jetzt auch nicht aus. Ne? Nee, ist ja aus. Und wir haben die Mächte des Bösen besiegt. Ist das nicht toll? Wow. Das war doch jetzt mal echt. Für jetzt. Soweit. Ja, die haben auch eine Fortsetzung angekündigt. Ich weiß nur nicht, ob es die gegeben hat. Okay. Das war das Ende des Spiels. Mhm. Und man muss dazu sagen, man kann es auf viele verschiedene Art und Weisen durchspielen. Also es kann auch sein, dass Jake stirbt jetzt, wenn man nicht am vereinbarten Treffpunkt ist. Oder es kann auch sein, dass Karin ebenfalls diese Drogen konsumiert und dann auch tot endet. Also es gibt eine Vielzahl an Sterbemöglichkeiten. Und das war jetzt eigentlich ein perfekter Run. Ja. Das ist schön. Ist nur schade, dass bei mir eben diese deutsche Version nicht bis zum Ende durchgehalten hat. Aber ja, echt schade, ja. Ich bedanke mich bei dir, dass du das jetzt mit mir vollends durchgestanden hast, die paar Folgen. Spaß gemacht.
Und dass du sogar die Arcade-Szenen über dich ergehen lassen hast. Naja, du, wenn man sie ja dann so locker gewinnen kann, nach fünfmal draufgehen, ist es ja kein Problem, ne? Ja, das war auch mein Gedanke da, weil ich gedacht habe, ja, dann spielen wir das weiter und so. Und die sind auch wirklich schwer zu schaffen, die Arcade-Szenen. Also ja. Deswegen geht das völlig in Ordnung, wenn man dann ja. da verreckt. Und genau, besonders bei so zwei so Spezialisten wie uns, ne? Jo. Ja, also mit Gamepad kann ich ja einigermaßen noch umgehen. Meine Abonnenten wissen das. Also mehr ja. schlecht als recht kann ich damit umgehen. Also eigentlich fast überhaupt nicht. Aber mit Tastatur habe ich keinen Plan. Also keine Erfahrungen. Das kann ich auch nicht gut, weil ich habe sowas auch ewig nicht mehr gespielt. Also ganz früher mal ja, wo es noch keine Maus gab, ja, aber da musste man ja. Mhm. Aber das ist jetzt auch schon so ewig her, dass ich überhaupt keinen Plan mehr habe, wie man sowas macht. Ich hoffe, aber das macht ja auch nichts. Nichts ausgemacht. Nee, ich hau da den Link rein, wo man es dann perfekt angucken kann, diese Arcade-Szenen. Genau. Ne? Also die gibt's zu gucken, ja, wer sich dafür interessiert und wie lang die sind. Die sind nämlich gar nicht mal so kurz, die sind recht lange eigentlich, beide. Und ja, man ist halt bei wenig Treffern schon kaputt. Das ist Dragon Slayer, ja. Nimo. Ja, genau. Und fast wegen jedem Scheiß gleich stirbt. Aber egal, wir haben das Spiel beendet. Blade hat seine Geliebte in den Sonnenuntergang, obwohl die Sonne ja eigentlich ja. schon untergegangen ist. Genau. Führt, ne, ist damit da entlang gegangen. Der Bürgermeister hat auch sein Fett weggekriegt. Chandra ist nicht aus den Lebenden wieder auferstanden. Von den Lebenden. Aus den Toten. Ja, von den Lebenden. Ich meine ja, von den Toten wieder auferstanden. Und ja. Yo. Alles an allem muss man sagen, das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir jetzt auch. Ja, mir auch. Es hat auch mir viel Spaß gemacht, dir bei den ganzen Folgen zuzugucken, weil ich fand das richtig toll. Und als du mir dann erzählt hast, wie machen das nicht weiter, diese Scheiße da, das kippt ja immer ab. Ja, oder ich habe nämlich Marlene mein Leid geklagt, dass ja. ich es wahrscheinlich abbrechen muss. Und Marlene gleich, nein, das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht machen, da gucken wir. Ja, haben einen halben Abend geopfert mit den Einstellungen, hat nicht geklappt. Und nee. Ja. Und jetzt mit der englischen Version geht es ja dann doch. Weil es ist halt, hätte ich noch meinen alten Computer, wäre es wahrscheinlich vielleicht sogar gelaufen, auch mit der alten deutschen Version. Ja. Das kann auch sein. Naja, auf egal, jeden Fall. Egal, wir haben es ja jetzt so geschafft. Und lange Rede, kurzer Sinn. Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bedanke mich nochmal bei Marlene. Ja, sehr gerne. Dass du das mit mir durchgestanden hast und das Ganze hatte ja ein schönes Happy End und ja, ich verabschiede mich jetzt und du hast das letzte Wort. Jo, ich sag auch, bis dann, bleibt dran. Ciao. Tschüss.